aufgepasst für Ihren letzten Lauf. Letztes Finale GT Sport. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ich ganz gemütlich durch. Und entspannt. Nochmal. Ich versuche ein bisschen. Ja, kann man das. Ja, der erste ist schon weg. Dann kommt zwei. Ja, alles ganz easy. Ganz entspannt hier. Nehmen wir mal den letzten. Oh, da war einer. So, gehen wir mal rein. In den Dreikampf hätte ich jetzt mal sagen, Vierkampf. Die sind alle noch relativ nah beieinander hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich das abschätzen kann. Und da kommt die nächsten zwei hier. Einmal falsch gefahren. Und schön ist der nächste dran, da hier kann man ganz schön den Sprung mitnehmen. Ja, guck mal. Ah, jetzt. Nein. Dann hat das versucht. Die Referaten, alles gleich schnell. Ja, 5 Runden. Wir haben jetzt nicht mehr. Das ist das Fahrzeug, das jetzt auf dem Rad fährt. Der Höhe ist jetzt hier im Ich hatte eine schnellste Rundzeit von 17, danach eine 7, jetzt eine 17, 1-0-3. Ja, Mann. Der zweite Artikel ist jetzt ein Dollar. Der gelbe war lange Zeit. Der erste ist von der 1-2-6. Und der erste ist schon noch vergraben. Ah, hat ein bisschen gezupft hier. Platz 2 bis 5, das sind aber genau so unmittelbar als erstes Wahlkorb. Der 5 hat den Kamerabschuh und jetzt Platz 4. Und jetzt wird es mitgeführt. Auch wenn ich auf den Zweitschreiben gefahren habe. Das ist auch der Wahlkorb, der ist direkt der Wohnung der Logik. Und wir haben eine neue schnellste Runde in dieser Klasse. Schon wieder für Alex 17.052. Der letzte war 17.054. Nächster Finale-Lauf ist der A-Finale-Lauf GT2. Und dahinter kommt der Erstplatzierte, der Grüne ist der Erstplatzierte. Der überrundet hier schon. Ich muss ja erstmal hier durchkommen, der Grüne, ne? Ja, der überrundet. Ja, und wieder vergraben, aber nicht schneller. Ich muss an den Kurven holen. Ja, jetzt hier abreißen und halt sich hinten an. Halt sich da die Zwang raus. Und jetzt hat er sich abfallen lassen. Versucht jetzt eine freie Runde zu fahren. Und macht einen neuen Angriff. Das ist die schnellste Rundenzeit. Also wir gehen hier wieder an den Zweikampf, Dreikampf. Schön für dich. Und wir noch 3,5 Minuten zu fahren. Position 1, Rang 1, Alex. Zweiter Rang 4, Sven Soltau. Abstand 10 Sekunden. Dritter Wagen 6, Dominik. Vierter Wagen 5, Tim. Fünfter Wagen 7, Christian. Sechster Wagen 3, Ronald. Siebter Wagen 2, Sven Breitschek.
Und auch sie ist nicht gestartet. Ja, noch etwas mehr als 3 Minuten zu fahren. Platz 3. Mit noch 2 Minuten zu gehen. Immer noch Position 1, Wagen 1, Alec, 20 Sekunden. Zweite Wagen 6, Dominik, Abstand 8,8 Sekunden. Dritte Wagen 5, Tim, eine halbe Sekunde hinter Dominik. Vierte Wagen 4, Sven. Fünfte Wagen 7, Christian. Sechste Wagen 3, Rona. 7, Wagen 2, Sven Breite. Und wieder eine neue schnellste Runde von der Alex 16997. So, das ist der erste Runde unter der 17 Sekunden. Und das ist gleich noch erst 1 Minute zu fahren. Platz 2, in Platz 2, alle 4 hintereinander. Das ist kein Fehler. Da muss ich abreisen lassen. Ah, vorne der Eier, aber Ober zusammen. So, dabei, gleich dahinter. So, jetzt hier. Jetzt die Frage, wer wird zweiter hier? Eieiei. Dann kann man wohl als Erstplatz wieder ausfallen, wenn man so spottet. Irgendeiner hat hier gewonnen. Beendet 6, beendet 4, beendet 7. Und alle Fahrer sind gefinisht, der Lauf ist zu Ende. Und die Fahrer sind nur zum Besten. Oh, hier funktioniert nicht. Oh. Das ist die Steckenpresse, bei der nächsten Finale.